Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Soul Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in der Modulogist und wir finden uns heute im ersten Häuschen, aber auf schwer. Ich wollte jetzt mal wieder eine Herausforderung haben. Ich habe jetzt momentan 150.000 Dollar und ich habe vor, jetzt vielleicht ein paar Mal öfter schwer zu zocken bis auf 100.000 runter, damit für jeden Fall das neues Update rauskommt, eine neue Base oder sowas, wir mit den 100.000 uns alles leisten können. Das ist, denke ich, ein guter Puffer und so haben wir hin und wieder auch mal eine Herausforderung. Und ja, wir brauchen Kruzifixe, Kerze und Ektoplasma. Also das ist theoretisch alles machbar. Die Kerze könnte vielleicht ein bisschen länger dauern, aber alles in allem möglich. Wen wir jagen, ist eigentlich relativ egal. Ich merke mir den Namen sowieso nicht und ich werde ihn auch nie sagen. Aber Grüße gehen raus an wen auch immer wir gerade haben. Aber ich denke, wir werden ihn oder sie kennenlernen. Bin sehr gespannt. Let's go. Was natürlich... Dieses Haus ist eigentlich kontraproduktiv für schwer. Da wäre, ich überlege gerade, welches Haus wäre denn eigentlich am besten? Ich würde sagen die Cycling Street, da man dort eigentlich später nur die Uhren einstellen muss, aber jetzt sonst nichts sammeln muss zum Beispiel, wo du das Kruzifix weglegen musst oder so. Also gut, es kommt natürlich so ein bisschen auf die Quests an, aber im Grunde ist es, denke ich, am entspanntesten aufgrund dessen. Hier könnten wir vielleicht sogar mit dem Widgetbrett reden. Klar, es wird dann hinten raus ein bisschen kontraproduktiv, da wir sehr viel Sanity droppen, aber man verliert ja sowieso relativ viel Sanity im schweren Modus. Aber das Event wieder und ich will eigentlich nicht, aber wir warten hier. Sonst wird es übertrieben laut und das ballert mir die Ohren weg. So, war doch schön. Let's go. Wir waren noch nicht unten im Keller. Normalerweise geht meine Route immer runter in den Keller und dann erst ab nach oben. Heute war ich noch nicht unten im Keller. Ja, stimmt, die Kerzen sind immer da. Ich dachte mir gerade, die Kerze sieht komisch aus. Aber bis jetzt sehe ich hier noch nicht. Oh, so cute. Oh, hat sich das Bett gerade übergeben? Und oh, oh. Oh, 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 oh. Warum jetzt schon? Warum jetzt schon? Das ist doch voll asozial. Warum? So sehen, by the way, irgendwie immer meine Runden auf schwer aus. Aber hey, ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen Cash. Was haben wir denn? Eine Reitschuh. Ja gut, das war irgendwie klar. Bin ich auch selber drauf gekommen, aber wir hatten ja ungefähr den Geist rumgefunden. Na gut, ich stelle alles wieder ein und dann sehen wir uns gleich wieder im Verlassenen aus. Neue Runde, neues Glück und diesmal hoffentlich ohne vorzeitigen Tod nach 3 Minuten. Also wenn, dann würde ich schon... Ich habe jetzt ein Ziel. 5 Minuten. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Eigentlich ist mein Ziel, oder eigentlich wollte ich gerade 10 Minuten sagen, aber das... Nö, das sehe ich irgendwie nicht, das fühle ich nicht. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal auf 5 Minuten. Schauen wir mal, ob wir es dann überleben. Okay, let's go. Aber ja, so sehen meistens meine Runden aus. Wenn ich Albtraum zocke, da habe ich direkt Raichu Tai oder sowas. Ich muss jetzt an der Stelle natürlich hoffen, dass ich einen Geist bekomme, der ab 50% jagt. Aber schauen wir mal. Was mir auf jeden Fall auffällt, gerade jetzt auch hier schon. Gut, das Event im Bett war jetzt natürlich was anderes, aber es fühlt sich so an, als ob man je höher der Schwierigkeitsgrad ist, desto weniger Events bekommt man. Das könnte vielleicht möglich sein, denn die Events deuten natürlich auch teilweise darauf hin, wo der Geist darum ist, ne? Auch wenn es gemein ist aufgrund des Schreckmomentes. Aber könnte vielleicht sein, dass es davon so ein bisschen abhängig ist. Und dann wäre es ja theoretisch am besten, wenn man einfach zockt und ich... Wenn ich mir jetzt mal zurückerinnere, meine härtesten und schlimmsten Runden hatte ich damals, als ich noch auf einfach gezockt habe. Wo wir diese Flohgeister haben und richtig auseinandergenommen worden sind. Gut, Osawa hatten wir auch auf normal. Schöne Räume, schöne Events und sowas. Aber sonst, auf einfach hat man schon sehr viele Events. Wenn wir jetzt mal so genau darüber nachdenken. Und hier ist zum Beispiel jetzt gerade noch alles fresh in der Runde. Oder wahrscheinlich haben wir jetzt Tai oder Raichu wieder und sind gleich wieder da. Ja, selbst sie kommt hier diesmal nicht. Was ist denn los hier? Gut, wir können jetzt einfach mal hier einen kurzen Moment warten, um dem... Okay. Um dem Haus mal ein wenig
Möglichkeit zu geben, zu temperieren. Besser noch, dieser Schrank hier war damals, glaube ich, war in der Anfangszeit mein schlimmster Jumpscare. Da hatte ich richtig Schiss danach. Einfach ein Schrank, wisst ihr? Also, wir haben hier Magna und wir haben sie hier und also die Victoria und whatever. Nein, ein Schrank war mir entgegen. Ein Schrank. So. Hier geht es mindestens mal runter auf 15 Grad, aber das ist meistens, glaube ich, hier der Fall im Flur. Der Stuhl ist noch da, das ist schon mal ein gutes Zeichen, hoffe ich. Bewegst du dich immer? Wenn ja, ist mir das noch nie so wirklich so richtig aufgefallen. Temperaturmäßig ist noch schwierig. Da war es tatsächlich hier jetzt am kältesten. Aber gut, das sieht so aus, als ob es sich immer bewegt. Okay, kein gutes Zeichen, wenn der Stuhl jetzt abhaut. Das ist der Kamin. Oh ja, hier ist ein bisschen warm, ha? Ein bisschen sehr warm. Gibt es auch sowas wie umgekehrten Geisterraum, so, wenn es warm wird? Hier haben wir 15 Grad, ich würde mal sagen, hier so Küche, der Raum. Sieht für mich momentan am plausibelsten aus, denn die Flure sind meistens ein bisschen kälter, genauso wie der Keller. Deswegen ist 15 Grad in so einem normalen Raum eigentlich eher Richtung Geisterraum. Bin jetzt mal sehr gespannt, was unsere Sanity sagt. Wir haben vielleicht keinen Revy, keinen Jin, keinen Raichu, keinen Tai. Und es hat Lust auf 69. Und jetzt sind schon wieder Leute vor meinem Fenster. Es ist doch der Wahnsinn. Also wer sich fragt, warum ich sonst immer in der Nacht aufnehme. Und ich frage mich selber, warum ich gerade am Tag aufnehme. Sowas ist zum Beispiel ein Grund dafür. So, was brauchen wir hier eigentlich? Pentagramm? Ja, Ecto ist machbar und Geisterkugeln, okay. Ich hätte jetzt keine Lust auf Foto, denn Foto könnte jetzt echt ein wenig stressig werden. So, ich nehme die beiden mit für den Fall, dass wir doch noch einen Geist haben, der einfach nur gerade vergessen hat, wer er ist und dass er früh jagen kann. Momentan sind ja noch alle Geister offen, so gesehen. Auch wenn wir jetzt noch leben. Und hey, wir haben schon mal eine Zeitung überlebt, also ich bin bis jetzt happy. Sagen habe ich hier schon lange nicht mehr überlebt. Auf schwer. So. Ich schaue mir jetzt einfach hier mal alle Lichtschalter an. Vielleicht haben wir Glück und er hat irgendwo mit irgendeinem interagiert. Türen haben wir ja hier nicht. Oder nicht so wirklich zumindest. Wir hätten die Tür, aber die habe ich vorhin aufgemacht. So. Hier ist erstmal vorerst alles fresh. Was sagt mein Thermometer? Hast du dich inzwischen entschieden? Hier ist es immer noch sehr warm. Und hier ist es immer noch verhältnisweise in Ordnung. 15 bis 20 Grad. Leider halt nichts Halbes, nichts Ganzes. Also, ladies and gentlemen, ich habe jetzt schon böse Vorstellungen davon, wie meine Kinder irgendwann mal aussehen werden und macht mir Angst. Aber hey, zumindest haben sie große Köpfe, also viel Platz für sowas wie ein Gehirn. Nein, wenn dann werden schon kluge Babys. Oder? Eher die Babys nicht, sondern eher die Kinder, die heranwachsen. Aber ich weiß nicht, ob mir die Kinder so gefallen würden. Wobei, große Augen sind so ein schöner Zeit. Also, sind schon sehr schön. Großen Köpfe schwierig. Und wie sie erscheinen, sehr böse. Also, laut Thermometer haben wir keinen Geisterraum. Das ist theoretisch gut, theoretisch schlecht. Sollten wir keinen Geisterraum haben, bedeutet das, dass wir vielleicht auch keinen Geist haben. Das wäre so gesehen gut. Ja, hier geht's runter, weil einfach Keller. Da geht's runter auf 10 Grad. So, das wollte ich noch schon mitnehmen. Ohne Geisterraum können wir jetzt natürlich auch keine Beweismittel kriegen. Deswegen werde ich jetzt gleich mal, vielleicht nochmal die Sanity-Pin nehmen, je nachdem. Und dann schaue ich mal nach, was die Box sagt. Ja, der Box Ektoplasma, wenn wir davon irgendwo irgendwas haben, sollte es natürlich sehr stark auch ohne Temperatur auf den Geisterraum kommen. Jetzt mal so spontan behaupten. Er kann natürlich auch wechseln, ja, aber ja, da haben wir zumindest schon mal Anhaltspunkte. Dann haben wir ein... Haben wir irgendwas. Das wäre nicht verkehrt. 68 diesmal. Okay. 67. Ja, das gefällt mir gar nicht. Das geht in die falsche Richtung. So. Das ist hier auf jeden Fall sehr schwer im Solo-Modus. Die Sanity droppt ja konstant die ganze Zeit, bam bam bam. Klar, du kannst natürlich mehr Sanity Pin auch nehmen. Das ist wiederum der Vorteil. Aber dadurch, dass du ja alles selber mit reinbringen musst und solo machen, ist es gar nicht mal so einfach. So, also, wir schauen jetzt einfach hier mal sporadisch und schnell drüber.
Ich weiß, so schnell wirkt es gar nicht, aber wir haben jetzt auch nicht die Zeit, um hier wirklich so langsam vorzugehen. Ich habe nur die Befürchtung, dass hier der Geisterraum war. Oder eben Roaming, je nachdem. Aber er schon längst nicht mehr da ist. Der schon weg ist. Can you talk? Can you speak? How did she die? When did she die? Can you talk? Can you speak? How did she die? When did she die? Can you talk? Can you speak? Wollen wir irgendwie nicht. Also, ich bin jetzt einfach mal spontan der Meinung, er ist nicht hier. Ich will jetzt nochmal mit der Box die Räume anschauen, in denen es ein bisschen kühler war. Sprich, hier den Flur und hier. Aber hier inzwischen hätte es sich temperieren müssen. Oh du, warum? Okay. Dabei gibt es heute was Leckeres zu essen. Also hier, selbst der Flur ist wieder hochgegangen. Was auch mal hier. Hier ist auch alles fresh bei der guten Magna. Schauen wir mal da drüben. Hier ist auch alles... Jagst du? Verdammt. Wir sind nicht da. Wir kommen auch nicht mehr raus. Wenn wir es schaffen, bis zu unserem Kruzifix, haben wir eine Chance hier zu entkommen. Oder wir gehen einfach durch die Tür. Ja, ich bin jetzt leider so ein bisschen hin und her gerissen. Erste Runde direkt verreckt. Zweite Runde kein wirklicher Geisterraum. Ich hole mir jetzt einen Kruzifix, gehe da nochmal rein und schau, woher er kommt. Dort ist auf jeden Fall der Geisterraum. Dann sende die Pillen, bupp, neiballern und ja. Was sagt meine Sanity? 70%, also ist ein Geist, der etwas höher jagen kann. Er hat gerade eben Bayer schon jagt, also sagen wir mal so auf 75 hat er vielleicht schon angefangen. By the way, wenn er auf über 70 schon angefangen hat, haben wir eigentlich echt Glück gehabt, dass wir mit unserem 69, 67, 68 überlebt haben. So. Also. Komm her, Kollege. Jage mich. Das war damals in Phasmo. War das so Standard. Gerade also in größeren Gebäuden. Wenn du den Geistraum nicht gefunden hast, hast du dich einfach jagen lassen, gehört, woher er kommt. Aber logischerweise deine Geisterraum. Ganz einfach. Boop, seine die Pillen rein und gib ihm. Und so machen wir das Ganze jetzt einfach auch. Ein bisschen oldschool-like, aber machbar. Wir schauen mal, ob er von oben kommt, von hier, von unten, Küche, hier. Ist halt jetzt die Frage, wann er da hinten war, als ich ihn mitbekommen habe. Hätte ja auch sein können, dass es schon am Ende der Jagd war. Da wäre er vielleicht im Keller. Es könnte auch sein, dass das der Anfang der Jagd war. Da war er im Flur. Und er ist halt nur in diese Richtung hier gelaufen. Ganz egal, wo sein Geisterraum ist, wir werden das gleich herausfinden. Und hoffentlich werden wir dann auch herausfinden, was wir für einen Geist haben. Hier oben ist alles schnieke. Es gibt eben auch keine Events, keine Gegenstände, die bewegt werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass je höher der Schwierigkeitsgrad ist, desto harmloser auch die Events so wenig werden. Damit du eben nicht gespoilert wirst. Oder Geisterraum ist, damit es nicht einfach ist. Denn es soll ja schwer sein. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Hallo, Mr. Ghosty. Wo bist du? Er will auch nicht mehr jagen. Weißt, er war gerade so motiviert und jetzt hat er keinen Bock mehr. Hallo, Enger. Nee. Also dieser Ghosty ist einfach Nummer für sich. Ah, jetzt auf einmal ausrasten. Bist du? Wo kommst du? Ist er runter in den Keller gegangen?
Er ist doch definitiv hier irgendwo. Ah, okay, wir haben Freezing. Gasum gefunden. Und er jagt noch. Aber er findet mich nicht. Oh, doch, er findet mich. Ist mein Kruzifix? Ja, es wurde genuckelt. Okay, ich weiß jetzt leider nicht, was wir für einen Geist haben, aber... Ups, das wollte ich nicht. Wir wissen schon mal, wir haben Gefriertemperatur. Es geht in die richtige Runde und wir wissen auch schon mal, wir haben keine... Nein! Nein! Ich wollte gerade sagen, wir haben keine Abaddon. Und jetzt wollte ich es gerade wie in Phasmo ausstreichen. Ja, gut, darf ich wechseln? Nein, ich will nicht. Ich werde jetzt trotzdem reingehen und Beweise suchen. Denn das war nicht mein Begehr. Ich wollte jetzt nicht Abaddon auswählen, die offensichtlich... Ich wollte es ausstreichen. Und man kann ja nur Beweise ausstreichen. Das habe ich so vergessen gerade. Ja, war jetzt natürlich Genius. Also ihr merkt schon, meine Runden auch schwer laufen super. Aber um einfach mal fair zu sein. Wir haben jetzt alle unsere Zenith-Pin genommen, sind auf 74. Also viel hätten wir jetzt auch nicht mehr reißen können. Aber zumindest wissen wir jetzt, woher der Geist kommt. Und können theoretisch vielleicht irgendwie vielleicht was machen. Was mir auf jeden Fall gar nicht gefällt. Punkt 1, ich bekomme Schluck auf. Punkt 2, geht uns langsam hier die Möglichkeiten aus. Er ist hier gespawnt. Kann natürlich auch woanders sein, beziehungsweise hier hatten wir Freezing. Und es gefällt mir echt... Er war dann eingetragen. Jetzt wüsste ich natürlich gerne, was wir haben. Er hat sehr viele Gegenstände rumgeworfen. Schauen wir mal, wenn wir Freezing haben, was macht denn der gute Poltergeist? Na, schade. Weil sonst hätte ich gedacht, weil es klang so, als ob er viele Gegenstände geworfen hat, als er an mir dran war. Und vielleicht Richtung Poltergeist. Wäre vielleicht im Rahmen des Möglichen gewesen. Wir haben nur noch unser Kruzifix da drin. 74% Sanity. Wir haben 2% jetzt allein auf dem Weg dahin schon verloren. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Also vielleicht finden wir noch Beweise. Müsste ja theoretisch noch möglich sein, dass wir jetzt Abaddon eingetragen haben. War einfach genius. Aber gut, vielleicht bin ich auch noch von der ersten Runde nervös. Das könnte natürlich sein. Can you talk? Can you speak? How did she die? When did she die? Can you talk? Wo sage ich jetzt bei Freezing wieder hin? Can you speak? How did she die? When did she die? Can you talk? Wo ist jetzt mein Freezing hin? Jetzt mal Real Talk. Okay, also hier ist immer noch Geisterraum, aber mein Freezing ist weg. Ein Ecto. Hier ist auch kein Ecto. Da frage ich mich wirklich, was wir gehabt hätten. Worauf wäre es hinausgelaufen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber gut, dann schauen wir mal, dass wir die Nebenquests noch erledigen. Ich weiß gerade leider nicht mehr, was die dritte war, weil ich glaube, die zweite war ja Silhouette. Keine Ahnung, was die dritte war. Aber gut, wir schauen mal, dass wir zumindest noch irgendwie was erledigen. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Cash und kommen vor allem lebendig raus. Bis das Kruzifix genuckelt ist, Pentagramm. Bis das Kruzifix genuckelt ist, haben wir noch eine Chance. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das mit den Kruzifixen in der Runde war oder in der davor. Deswegen schaue ich jetzt auch mal die Wände an, ob wir irgendwo einen Kruzifix haben. Aber ich glaube, wir hatten die Silhouette. Aber hier unten zumindest schon mal nicht. Hey, 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 hey. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wie mich das gerade ärgert. Am liebsten würde ich ja euch das, auch das Video jetzt hier nicht zeigen. Weil das einfach so in Dummheit geprägt ist. Aber, mein Gott. Das ist auch irgendwie schon fast witzig, dass man die Spiele so alle so miteinander verschmilzt und so überlappt. Also was natürlich eigentlich von Nachteil ist, ne? Jetzt in dem Fall. Denn jetzt habe ich Abaddon eingetragen, weil ich den Geist ausstreichen wollte, was geht. Ich wüsste jetzt aber an der Stelle auch noch nicht, welchen Geist wir haben. Muss ich ganz ehrlich zugestehen, denn wir haben einfach nicht genug Beweise und jetzt den richtigen zu finden oder den richtigen Geist zu finden. Ist, ja, schwierig. Was ich auf jeden Fall spannend finde, dass wir scheinbar kein Ecto haben und keine Box. Deswegen will ich die Runde gerne abschließen, damit wir einfach schauen können, welchen Geist wir haben und welche Beweise wir... Also ob wir wirklich diese beiden Beweise zum Beispiel nicht hatten. Das würde mich jetzt sehr interessieren. Also welche Beweise wir hätten bekommen müssen. Bei Freezing, wie gesagt, hatten wir offensichtlich.
Was hätten wir noch gehabt? Wahrscheinlich hätten wir Freezing Leinwand und ESG gehabt. Oh du! Du Huhn! So, also theoretisch haben wir alles und jetzt können wir hier die Finger sammeln. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja bis zum Austreiben. Das wäre zumindest meine erste Runde auf schwer, die ich wirklich beende. Auch wenn es der falsche Geist ist, aber es würde theoretisch möglich sein. Schau mal. Sollte jetzt natürlich jagen, mein Kruzfix knuspern. Dann bin ich Gatscha weg. Dann Ciao Kakao. Na, denn das ist mir dann zu großes Risiko. Wir würden zwar trotzdem erfahren, was wir haben, aber man muss jetzt nicht unbedingt sterben. Dann fahre ich lieber nur mit hier mit den Nebenquests, als dass ich am Ende verrecke und mein ganzes Equipment wieder Ciao Kakao ist. So, vielleicht haben wir Glück und die Positionen der Finger sind günstig gelegen, sodass wir hier relativ zügig... Da ging die Tür zu. Die Eingangstür. Also ich glaube, wir werden es nicht schaffen, alle Finger zu verbrennen. Vielleicht war es auch eine normale Tür, die zuging, aber irgendwie klang das für mich wie die Eingangstür. Aha. Ach komm. Wir stellen uns unserer Angst. Ich würde gern wissen, wer du bist. Ah, du bist es. Und es ist langsam. Da Kruzifix ist geknuspert. Und wenn es langsam ist, wäre es wahrscheinlich Eggisch geworden. Das würde zum Freezing passen. Fingerabdruck, Ecto. Gut, er war jetzt im Neben. Ja, ich bin jetzt mal sehr gespannt. Leider, wie gesagt, können wir es nicht abschließen. Aber hey, wir haben zumindest schon mal eine längere Zeit überlebt als in der ersten Runde. Das ist Pluspunkt. Wie gesagt, das mit Eintragen war einfach nur dämlich. Das war ungünstig, aber wir fahren jetzt mal ab und ich bin gespannt, was wir haben. Was wir noch hätten bekommen müssen. Es wäre Revy gewesen und da haben wir verdammt viel Glück gehabt, denn Revy kann ab 100% jagen. Also wir haben jetzt noch $600 bekommen. Das ist nicht viel, aber besser als gar nichts. Wir schauen jetzt einfach mal, was wir... Revy. Wir hätten noch Fingies und Leinwand. Gut, Leinwand schwierig. Fingies hätten wir sehen können, aber ich wäre nie auf Revy gekommen, weil er einfach so spät gejagt hat. Aber alles in allem... Ja, sind lebendig rausgekommen. Und wir haben noch einen Plus gemacht. Vielleicht können wir es wirklich irgendwann den Back schaffen. Um schwer abzuschließen. Also wirklich die Runde zu schaffen, mit richtigem Geist austreiben und allem drum und dran. Das ist mein Ziel und ich hoffe, wir schaffen es. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch hat dieses Video dennoch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.